666. Nur weil mein Haus der Knaller ist, heißt das nicht, dass ich darin Knaller toleriere. Perfektes Timing. Ich wollte gerade Mittagessen. Wie ist es gelaufen? Schnelle Autos und Schwarzgebrannter. Muss man doch mögen, oder? Angeblich werden irgendwelche Arschlöcher versuchen, dich abzuknallen. Also pass auf dich auf. Ja, Ma'am. Rat mal, wen ich gestern aus dem Markt kommen sehe. Danny McGill. Ohne Scheiß, Danny McGill? Den Namen habe ich ja seit Jahren nicht mehr gehört. Der Arsch ist verheiratet. 4 Kinder. Die älteste, Rachel, ist 6. Alter, könntest du dir das jetzt vorstellen? 4 Kinder? Nur wenn es irgendwie Geld dafür gäbe. Jedes Mal, wenn ich solche Leute treffe, werde ich gefragt, wann ich solide werde. Wann ich eine Familie gründe. Ich fühle mich dann immer wie eine Außenseiterin, als würde ich irgendwas falsch machen. Na, du machst nichts falsch. Schau mich doch an. Kannte meine Eltern nicht, hab keinen Schimmer, wer ich bin oder wo ich herkomme. Aber als Rädchen im System war ich gerade gut genug. Wichtig war, Leute zu treffen, denen die Scheiße auch am Arsch vorbeigeht. So wie wenn wir beide abhängen und über Gott und die Welt reden. Einfach cool. Also ich bin cool. Du hingegen, du bist ein ziemlich großer, beschissener Dödel. Ein Dödel? Wie alt bist du? 12? 12? Scheiße, das waren noch Zeiten. Ich konnte mich abends volldröhnen und am nächsten Tag in Mathe glänzen. Hör mal, Lincoln. Da ist... schon gut. Das kann warten. Hey, mach dir keinen Kopf, was Danny McGill denkt. Scheiß auf ihn. Genau. Ins Knie ficken. Pass auf dich auf. Danny hat sich für einen Rennfahrer gehalten. Und er war auch verdammt gut. Aber diese Fahrten hat er gehasst. Fand sie stinklangweilig. Und so hat er Rennen zwischen den Abhol- und Lieferstellen veranstaltet. Der Idiot musste immer alles schwieriger machen, als es war. Eben ein typischer Ire. Scheiße. Egal. Wenn du das Rennen gewinnst, kriegst du extra Kohle und lieferst nebenbei noch den Schnaps ab. Echt jetzt? Ja, Freunde, somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ich weiß zwar nicht gerade, was ich machen soll, aber okay. Bin mal gespannt. Was für ein Extra-Rennen? Wo denn? Ich sehe auf der Karte gar nichts. Hier oben bin ich. Hier oben ist zum Beispiel gar nichts. Extra Rennen, wo denn? Der Verdienst ist komplett auf 50.000 gegangen. Mit einer Mission, Bruder. Nice. Die Sache ist die, Freunde, ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Abschussliste. Oliver Marcano, Dixie Mafia, alle erledigt. Es gibt noch 2 Leute, die wir noch nicht kennen. Marcano. Ja, wie? Komm, war ein Cavano, alles klar. Marcano dran. Was ist unser Hauptziel? Weil ich sehe nur eine Karte. Und das war's. Na gut, es gibt jetzt hier solche kleinen Missionen. Autodiebstahl. Ja, machen wir diese heutige Mission halt das. Autodiebstahl. Was anderes bleibt mir nicht. Na gut, das hier. Schmuggel. Das bleibt mir auch noch. Aber das war's eigentlich auch grob gesehen. Na gut, für Vito jetzt so eine Mission?
Bleibt es bei mir. Ich denke mal eher, wir machen kurz einen Autodiebstahl. Liegt nebenan. 800 Meter. Liegt hier Kohle rum? Nein. Wir machen kurz einen Autodiebstahl, dann gehen wir zu der einen Mission und dann, ja, weiß ich auch nicht. Dann, ich will eine große Hauptmission wieder haben. Aber das haben wir momentan gar nicht. Deswegen weiß ich momentan überhaupt nicht, was wir machen sollen. Was hast du mir gesagt? Ich sag mal bis gleich. Oh, Bruder. Ja moin. Wie geht's dir denn? Alles fresh? Zerstöre die Lieferung gestohlener Autos. Okay. Nicht meine Schuld. Wenn die Trottel Benzin in ihrem Scheißtank lassen, na klar, dann nehme ich mir das. Oh. Ist ja meine Pflicht als gottesdürftiger Mensch. Ich hab ihn! Ich das sehe. Was ist der? Los! Ich geh in Deckung. Das Arschloch hat mich festgenagelt. Ich drücke jetzt ab. Oh! Mama stirbt zuerst. Heute ist dein Todestag. So. Granaten bitte. Zack, zack, zack. Zack. Munition wechseln! Ich kann hier nicht weg! Sieh mal an, was ich gefunden habe! Formiert euch hinter mir! Los geht's! Das werde ich dir heimzahlen! Nice. Oh, diese Karren, Bruder, sind so nice. Ich soll die alle zerstören? Sag deine Jungs, sie sollen sorgsam mit der Ware umgehen. Ein bisschen Action ab und an ist okay. Aber ich habe keine Lust, dauernd Hirnmasse von italienischem Leder zu entfernen. Arbeitet etwas sauberer. Okay. War's das? Sonst nichts mehr? Schöner Dodge. Meine Fresse, geile Karre.
Bing. Was ist das? Ja. Jungs, ich bräuchte mal Munition von euch. Hat euch keiner irgendwas liegen für mich? Keine heile Karre mehr. Alle nur geschrottet. Rede mit Gina Kowalski. Kein Problem, die ist direkt nebenan. Die Karre nehme ich mir gleich. Geiler Scheiß. Junior ist jetzt ziemlich am Arsch, was? Ja. Ich möchte mit dir reden, hallo. Spiel, lad mal bitte. Ey, ist das dein Ernst? Was geht? Ah, da bist du ja wieder. Remigina gewaltig genannt, werden alle verbleibenden Geschäftsziele entfernt. Klar. Ich höre, du hast diesen kleinen Speed-verrückten Junior aufgescheucht. Hatte ich auch nicht anders vor. Ein Kumpel von mir hat einen guten Draht zur Best Oil. Er sagt, Junior ist angerauscht und macht den Leuten nun die Hölle heiß, bis der Laden wieder läuft. Ich wusste gar nicht, dass Junior Holland so motiviert sein kann. Wenn dir Salmacano am Arsch hängt, bewegst du dich schon schnell genug. Das und all das Speed, das er nimmt. Wenn du ihn verdrischst, sag ihm, er hätte sich nicht mit Gina Kowalski anlegen sollen. Wir sehen uns später, Gina. Junior ist ein hinterhältiger Scheißkerl. Hol ihn dir. Ja, endlich eine Hauptmission. Hätte ich vorher gewusst, dass wir solche kleinen Nebenmissionen machen müssen, um das Ganze jetzt zu bekommen. Geile Karren. Aber das hier, das Geschoss ist meine. Oh ja, Baby. Das ist V8 oder V12. Das ist auf jeden Fall richtige Power. Oh, ich will mal richtig durchdrücken, Freunde. Viel zu schnell unterwegs, Bruder. Ah, diese Karre ist so nice. Keiner bitte, der diese Karre klaut, okay? Sorry, Mann. Nicht zurücksehen. Geh einfach zum Ich geh in der Kopf. Ich bin draußen am Hafen und brauche Nachschub. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Irgendwas dabei, weil Danke du fürs Herkommen.
Ich. Boah. Waffenverbesserung. Achtzehntausend, zehntausend, brauche auf jeden Fall Ladegeschwindigkeit. Naja, okay. Gewehre, Spezialwaffen. Welche haben wir denn? Boah. Ich brauche auf jeden Fall Turbolader von Vito. Das wird auch nice. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Wir sehen uns. Jetzt würde ich sagen, Freunde, jetzt geht's. Ist richtig Dampf hier. Formiert euch hinter mir! Da drüben. Los geht's! Erschießt den Arsch endlich! Hier einer weniger! Da! Wer ist ein Sack? Oh. Seine Munition ist alle! Wie Wasser! Mein Ball hat auf mich so krass. Meine Fresse, Alter, was bist du für ein Wichser? Okay, Freunde, Reds Rock'n'Roll. Wir müssen die Wichser richtig ausradieren. Ich habe eine Menge Geld investiert in meine scheiß Waffe. Um richtig was auf der Flöte zu haben. Okay, suchen wir woanders. Wir haben einen von unseren Jungs gekillt. Ich glaube, hier kracht's gleich. Ja.
Das ist die Verstärkung. Ist ausradiert. Du hast dich mit dem falschen Schwarzen angelegt, mein Freund. Verstehst du das? Ich will es hoffen. Ansonsten wirst du spüren. Warte mal, wo ist denn hier? Falsche Tür. Ich werde nicht aufhören, dich zu suchen. Ey, die leben noch da hinten. Du wolltest an die Arbeit. Er ist bestimmt da. Ich mach euch diesen dämlichen Hurensohn. Ja, mach diesen Sack voll Scheiße. Ich geh in Deckung. Ich dachte schon, es wäre ein Gegner, Mann. Grill den Hurensohn! Ja, jetzt bleibt es richtig! Er hat einen von unseren Jungs gekillt! Zeit zu sterben, Arschloch! Ich breche ihm sämtliche Knochen! Kannst du vergessen, Alter. Muss nachladen, halt mir den Rücken frei! Ich muss erstmal in deinen Laden rein, mein Freund. Ich habe da ein paar Sachen gefunden, die ich ganz schick finde. Junior, ich bin schon länger ein treuer Kunde, als du überhaupt auf der Welt bist. Dein Daddy und ich kennen uns seit 1947. Wenn ich also einen Gilbo de Leo Kaschmir bestelle, möchte ich auch genau den bekommen. Ich möchte nicht, dass du einfach versuchst, meinen roten Kaschmir anzudrehen, als wäre ich ein Kind, das nicht weiß, was will. Was es will. Bringt das in Ordnung. Sofort. Medizinschrank. So, haben wir jetzt alles? Ja. Ach nee, ganz unten gibt's noch was. Wie komme ich da hin? Scheiße, ist er das? Ja, das bin ich, mein Freund. Warum nicht? Warum finden Sie die Größte hin? Wo habt ihr noch nicht gesehen? Da unten gehe ich jetzt nicht hin, ich habe keinen Bock mehr, diese paar Pfennig da aufzusammeln. Ich hätte den Wichser jetzt richtig. Ich sag mal meinem Freund gute Nacht, Alter. Warum finden Sie diesen Pisser nicht?
Du stehst jetzt vor einer Entscheidung, Kleiner. Du kannst für mich arbeiten oder... Ja, ja, in Ordnung. Und jetzt Finger weg von mir. Aha. Aha. Autodiebstahl. Normalerweise müsste ich das Call Center übergeben. Aber ich brauche unbedingt kugelsichere Reifen. Kannst du mir ein paar Jungs aus deiner Crew für Tick vorschicken? Ja, natürlich. Aber ich hoffe, du vergisst mich beim nächsten Laden nicht. Hey, Mr. Clay. Schon mal was von Autofahren und Alkohol gehört? Sie sollten nicht gleichzeitig fahren und trinken, sonst verschütten Sie noch den Drink. Ja, so ist das. Sprengstoffvorrat. Nice. C4-Ladung legen. Halte R1 gedrückt und drücke dann Viereck. Nice. Wird C4 freigeschaltet? Ja, Freunde, wir können, haben jetzt sogar, glaube ich, ich weiß gar nicht, haben wir schusssichere Reifen? Ich hoffe jedenfalls. Müssen wir uns natürlich erstmal leisten können. Wir haben Story-Aufträge freigeschaltet. Wir haben hier Aufträge wahrscheinlich reingebracht. Ja. Dadurch sind die wahrscheinlich hier unten verfügbar. Ja, hier einmal stehen ein Truck und sowas. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann machen wir natürlich die große Hauptmission. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Mafia 3 bei mir auf meinem Kanal. Natürlich vergesst nicht, den Support-Button nach oben zu drücken, mich zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, natürlich danach die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mafia-Video. Haut rein!